So, einen schönen guten Abend. Heute moderiere ich mal ohne Kamerabild. Denn ich bin in einer anderen Umgebung, habe kein Greenscreen hinter mir und mein Bild würde sonst sowieso nur das Video stören. Aber ich wollte unbedingt weitermachen, deswegen wähle ich diesen etwas unkonventionellen Schritt. Und wir sind auf Fenton Perth und erleben hier faktisch den dritten Tag mit Samoa und verstricken uns nach und nach immer weiter in die Geschichte von ihr und ihrer Tochter und haben ein paar interessante Sachen entdeckt. Nämlich waren wir waren zum einen nachts im Museum und wir waren vor allen Dingen nachts beim Händler und haben die leuchtende Statue gesehen. Und außerdem wissen wir neben anderen Dingen, dass Samoa und ihre Tochter nachts blau leuchten. Was auch immer das zu bedeuten hat, es ist auf keinen Fall natürlich. Und möglicherweise ist nicht allein die Religion oder die Götzenstatue oder was auch immer verantwortlich dafür oder der Grund dafür, warum die Bewohner nachts nicht nach draußen gehen, sondern vielleicht hat es auch noch andere Gründe. Die werden wir noch möglicherweise in Erfahrung bringen, vielleicht aber auch nicht. Denn ich habe so das Gefühl, dass hier so zwei, drei Geschichten nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir Samoa helfen wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr Mann ein Geheimnis ergründet hat, das wir noch nicht kennen. Und wir versuchen jetzt heute mal, das ein bisschen aufzudecken. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Same procedure as every day. Hast du es gestern nicht geschafft, deinen Wecker zu stellen? Ich habe vergessen, wie man das macht. Dreh einfach das Rad auf 8 Stunden. Es ist ganz rechts. Okay, ich glaube, ich hab's. Setz dich und ich hole dir dein Frühstück. Danke. Na dann. Also, wir müssen heute in den Laden. Wir müssen den Haken an die Glocke hängen, um die Glocke nach oben zu ziehen. Deswegen werden wir wahrscheinlich den zweiten Vogel gebraucht haben, damit der nicht reagiert und Alarm schlägt. Ich muss mein Archivticket, das ich im Tagebuch von Samoas Mann gefunden habe, in die Bibliothek bringen. Und all das werden wir heute versuchen, um dann in der nächsten Nacht die Statue aus dem Laden zu holen. Ich weiß zwar noch nicht, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, aber gern geschehen. Thomas, ich muss mir ein Buch aus der Bibliothek holen. Kannst du es für mich holen? Es gibt keine Eile oder so. Klar, kein Problem. Danke. Naja. Das ignorieren wir mal mit dem Buch. Das heißt, es war vielleicht nur der Hinweis, dass wir in die Bibliothek gehen sollen. Falls wir da noch nicht gewesen sind, trifft der für uns nicht zu. Waren wir ja schon. So, und jetzt gehen wir mal zum... Nee, wir wollen in den Ladenbereich gehen. In den Ladenbereich. So. Hat er das Fenster wieder zugemacht? Als der Haken... Hä? Wie ist denn der Haken wieder oben? Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Nachts aufgewacht. Wir müssen jetzt nochmal den Spielstand laden. Das macht da jetzt keinen Sinn. So, dann werden wir das nochmal schnell wiederholen. Das ist das, warum leuchten sie so? Da haben wir das nochmal mit dem Leuchten.
Und das sieht nicht sehr natürlich aus. Dabei können wir es aber auch belassen in dem Raum. Das haben wir ja schon gespielt. Und nehmen jetzt den Schlüssel. Den Bibliotheksbesuch können wir uns wahrscheinlich auch sparen. Schließfach. Nehmen die Falle, die brauchen wir am nächsten Tag, um das Wildfleisch zu holen. So, den Schlüssel können wir ebenfalls nicht zurücklegen. Da müssen wir jetzt noch ganz kurz noch einmal die Sequenz mit dem Laden machen. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Wundert mich aber selbst, warum wir das nicht, warum das Fenster nicht offen ist. So, das geht ja zum Glück schnell. So, gehen die Leiter nach oben. Was ist das? Die Statue im Fenster leuchtet. Und zwar genauso wie Samoa und Lhasa. So. Steigen ein. So, drehen das Rad. Komme ich denn hier irgendwie nach unten? Ah, klar. Das habe ich nicht gemacht. Komme ich von hier draus? So. Es ist jetzt offen. Okay, also mein Fehler. Das ist ja interessant, dann spare ich mir ja die ganze Nacht. Dann können wir jetzt also die... Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und wir nehmen die Statue. Yes. Kann ich die zerlegen? Die Statue, die strahlt ein ziemlich starkes Licht aus. That's it. Das war's. Okay. Bibliothek, Bibliothek, Bibliothek. Gehen wir jetzt auch noch mal schnell in die Bibliothek. Halt. Bibliotheksschlüssel. Halt, nochmal. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber wahrscheinlich brauche ich erst die Archivkiste von dem Mann. Und das habe ich ja noch gar nicht gelesen. So. Lesen, lesen, lesen. Das haben wir schon. Das ist die Archiv, der Bibliotheksausweis. So, und die leuchtet. Und wenn man leuchtet, kann man was sehen. Das ist also die, der Witz. Kann ich die hier mit irgendwas kombinieren? Nee. Na gut. Vielleicht sollte ich aber gar nicht so sehr fragen danach. Wenn ich das Geheimnis von Samoa ergründen will, oder wenn ich Samoa helfen will, gut, da haben wir das einfach, da haben wir das verpasst die Nacht vorher, deswegen war das Fenster wieder zu, und es hat ja auch geregnet, dann wollten die Glocke war wieder unten. Gut, dann haben wir das geklärt. Okay, kleine Schleife, 10 Minuten, das ist in Ordnung. Oh, das ist so spannend, ey. Vor allen Dingen, man könnte ja jeder in jeder Situation was falsch machen. Ja.
Der Captain schläft bald ein, das hatten wir schon. Jetzt steht er auf, Startpunkt 10 Minuten, ziemlich genau. Okay, ja, kann passieren. So, guten Morgen Thomas, den Dialog klicke ich jetzt mal weg. So, ich habe vergessen, wie man das macht. So, ganz rechts, danke, setzen, essen, gut. So, jetzt kriegt er sein Frühstück. Bitteschön, vielen Dank. Vielen Dank. Gern geschehen. Thomas, jetzt kommt das Buch. Kannst du es für mich holen? Es gibt keine Eile oder so. Klar, kein Problem. Gut, dann gehen wir mal hin. Und gehen direkt in die Stadt. So. Zum Ladenbesitzer muss ich zum Ladenbesitzer. Ne, wir fangen jetzt erstmal das Tier. Wir haben jetzt die Statue. So. Was ist das denn? So. Und wir benutzen jetzt die Falle. Ne, das geht offensichtlich nicht. So, jetzt dürfte aber hier das Tier. Halt, Moment. Wir probieren es mal. Es geht nicht. Jetzt. Ich muss ja irgendwo die. Habe ich irgendwas nicht beachtet? Gibt es ja irgendwo eine Anleitung dafür? BR 299 BBR EK 12. So, was mache ich mit der Falle? Nagt hier ausgegraben, ja, oder ja? Auf den Boden legen. Ach, nee, nimm die mal. So, und legen die mal hier auf den Boden. Das ist vielleicht clever, bevor er in den. Das ist ja wieder. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Jetzt kommt er raus und läuft los. Zack. Sehr gut. So. Ein Nagetier gefangen. Gut, der wird zum Rat geführt. Fangen wir noch den anderen. Heißt, vielleicht brauchen wir zwei. Okay, aber dann haben wir schon mal das erreicht, was wir sowieso erreichen wollten. Hätten wir sowieso machen müssen, nachts dann nochmal einsteigen, die Statue fangen. So, Moment. Wo ist denn jetzt dieses Tier gewesen? Da war doch noch einer. Also nichts drin. Achso, nee, da ist ja hier drüben der Hügel. Oder? Ach. So, das müssen wir anders machen. Auf den Boden legen. So, sehr schön. Damit haben wir die letzte Zutat, glaube ich, die letzte Begehrlichkeit des Händlers. So, sind wieder auf dem Weg in die Stadt.
Phantom Tag 3, das ist wirklich, das zieht sich wirklich, man vergisst fast das andere Spiel im Hintergrund, als dass man noch ein anderes Spiel zu spielen hat. Das ist eine ganz eigenständige Episode, klassisch Point-and-Click-Manier. Hinreichend komplex, schöne Rätsel. Der Papagei ist natürlich aus Monkey Island, ne? Also in Monkey Island lenkt man auch Papageien unter anderem dadurch ab, dass man einen zweiten mit hinzusetzt. So, und jetzt möchte ich bitte meine Archivkiste haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Oh, du hast ein Archivticket. Mal sehen. Ja, hier ist es. Nach meinen Aufzeichnungen hier ist es ein ungewöhnlich großes Archiv. Soll ich es für dich im Forschungsraum aufstellen? Oh, ich denke, das wäre in Ordnung. In Ordnung. Ich bin gerade etwas zu beschäftigt, aber komm später wieder und es wird alles für dich vorbereitet sein. Danke. Ja gut, okay. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich soll hier ein Buch für Samoa besorgen. Sicher. Bitteschön. Okay, also das war jetzt tatsächlich nicht so relevant. Okay, er braucht also ein bisschen Zeit, um das Archiv vorzubereiten. Das ist wahrscheinlich so eingetaktet. Das heißt, wir können vermutlich die Story dadurch vorantreiben. Oder ist es clever jetzt? Jetzt zum Kollegen zu gehen und... Nee, ich will nicht reden. Die Zutaten, also wir verkaufen jetzt die Wildtiere. Das ist schön. Das ist ein tolles Spiel. So, jetzt muss ich natürlich die. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Ah, vielleicht. Oh ja, es ist der. Oh, du warst in meinem Laden. Es tut mir so leid. Ich habe dich nicht reingehen sehen. Ja. Das ist bedauerlich. Waren und Fracht. Die Bastarde. Was ist passiert? Sie haben eine Statue gestohlen. Oh, ich verstehe nicht, warum so etwas jemand so etwas tun sollte. War die Statue wertvoll? Nein, es ist nur eine normale Statue. Nun ja, ich schätze, ich muss später zum Bürgermeister gehen und einen neuen beantragen. Ach, was auch immer. So. Also. Nach welchen Gegenständen hast du nochmal gesucht? Ich bin immer noch nach der Suche nach etwas Fleisch und das war's. Na dann. Komm her, Kollege. Wie wär's, wenn du mir diesen Koffer abkaufst? Ich denke, ich kann es zerhacken und als Hackfleisch verkaufen. Ich kann dir 10 Geld dafür bezahlen. Wir sind im Geschäft. Super, hier ist dein Geld. Naja, der arme Koffer. So, nehmen wir mal noch den zweiten. Wie wäre es, wenn du mir diesen Koffer abkaufst? Ich denke, ich kann es sacken und Hackfleisch draus machen. 10 Geld. Ja, wir sind im Geschäft. So, Kollege, wir brauchen vermögend, wie wir sind. Wir besitzen 60 Gold. Das ist das Buch für Sammlung von Gedichten. Ist hier irgendwas? Die Geschichte von Tam. Der Gott sitzt hoch erhoben auf einem Thron aus glühenden Edelsteinen und trägt ein purpurnes Gewand. Die Stunden stehen in Reihen und Glied zu beiden Seiten. Reihe und Glied. Und Tage und Monate und Jahre und Zeitalter stehen. Hier erscheint der Frühling mit gebundenen Blumenkränzen, hier der Sommer an seinem Weizenkranz gekrönt. Hier beschmiert der Herbst die reich getretenen Trauben und der heiße Winter zittert im Hintergrund.
Na gut. Hast du etwas Essig zu verkaufen? Ja, kostet 25 Geld, bitteschön. So, jetzt brauchen wir noch Ammoniak. Ammoniak. Weißt du, weil es so eine fiese Substanz ist, habe ich alles in meinem Safe hinter dem Tresen eingeschlossen. Und das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mal wieder einen Schlüssel zum Safe verlegt. Schlüssel. Oh, ja, Feathers. Wo ist der Schlüssel, Mädchen? Schlüssel. Rechts. Käfig. Was sagst du da, Mädchen? Es ist in deinem Käfig? Ah, das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Ach, okay, also das war der Zweck, warum wir den zweiten Vogel brauchten. Wunderbar, ich habe den Safe geöffnet. Also kann ich jetzt Ammoniak kaufen. Klar, ich habe es hier im Safe. Das sind 35 Geld für ein kleines Glas. Bitteschön. So, komm her. Bitteschön. Danke. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Dafür Essig und Ammoniak. Und der Vogel hätte es wahrscheinlich nicht verraten, wo der Schlüssel ist, wenn wir nicht seinen Buddy herzugeholt hätten. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns den Weg gespart haben. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Samoa. Wir haben das Buch mit. Wir waren in der Bibliothek. Wir haben das Archivticket gezogen. Wir ignorieren jetzt Samoa mal ganz kurz. Weil wenn ich ihr jetzt wahrscheinlich das Buch gebe, dann wird sie sagen, ach, das war aber ein schöner Tag, wollen wir jetzt nicht was essen und willst nicht schlafen gehen. Das will ich nicht. Ich würde jetzt ganz gern erst das Gegenmittel herstellen für die Bodenprobe. Und zwar untersuchen wir den mal ein bisschen. Eine sehr schwere Blume, dann nehmen wir die doch mal und fügen die hier hinzu. Ich denke, ich kann dieses Labor benutzen, um das Bodenreinigungspulver herzustellen. So, das war die Goldblume. Ich habe es dem Labor hinzugefügt. Next, Ammoniak. So, ich habe es dem Labor hinzugefügt. Und dann nehmen wir noch... Ach, Essig war das. Jetzt der Ammoniak. So, ich habe es dem Labor hinzugefügt. Das waren alle Zutaten, um das Bodenreinigungspulver herzustellen. Ich glaube, ich werde es sofort machen. Na dann. So, okay, die Gesetze der Chemie haben wieder einmal bewiesen, dass sie berechenbar sind. Das Pulver, das ich hier habe, ist rohe, düngende Medizin für die Pflanzenwelt. Das sollte den Boden und das Wasser beleben, sobald es aufgetragen wird. Na dann. Verlieren wir mal keine Zeit, gehen nach draußen, tragen auf und geben Samoa ihr Buch zurück. Und ich würde mal schätzen, dass das die nächste Handlung triggert, nämlich spätestens, wenn die Pflanzen wachsen, wird so. Das sollte genug sein, denke ich. Ich schätze, ich sollte es Samoa sagen. Ich glaube, ich habe deine Probleme jetzt gelöst, Samoa. Was meinst du? Ich habe einen Weg gefunden, deinen Boden zu reinigen. Hast du? Ja, ich hoffe es jedenfalls. Wir müssen die Reinigung allerdings über Nacht wirken lassen. Aber wie hast du das gemacht? Ich kenne die Symptome vom Boden in meinem Dorf. Du solltest in der Lage sein, deine Pflanzen ohne Probleme anzubauen. Wenn das wahr ist, bin ich dir für immer dankbar. Ich bin dir und Lasa dankbar, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich denke, unsere Chancen stehen gut, dass das klappt. Ich hoffe, du hast recht, Thomas. Den Rest des Tages half Elmo Samoa bei allen anfallenden Arbeiten im Haus. Also damit schließen wir den Tag ab. Wie immer gab es eine Menge zu tun. Als sie fertig waren, war es schon spät am Abend. Sie beschlossen, sich früh am Morgen zu treffen, um zu sehen, ob die Reinigung funktioniert hatte. Ach so, ja, bringt ja nichts, wenn ich in die Bibliothek gehe.
Ich brauche den Talk. So, Thomas. Thomas, oh, ich glaube, es hat wirklich funktioniert. Um das zu sehen, musst du nach draußen kommen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal so ein Zeitpunkt, in das Zimmer hinten zu gehen. Alle ganz aufgeregt. Dafür hätte ich es jetzt auch nutzen können. Oder hätte ich die Falle nicht gehabt? Nee, ist Quatsch. Schau dir das an. Sie sind wunderschön. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen können. Oh, ich bin dir so dankbar, Thomas. Mir ist fast schwindelig. Keine Sorge, ich bin einfach so glücklich. Ja, das war erwartbar. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Samoa. Gouverneur, wie sieht es in den unteren Klassen aus? Was? Ich meine, wirklich? Wie hast du das gemacht? Nun, ich war es nicht. Das verdanken wir alles Thomas. Er hat einen Weg gefunden, unseren Boden zu reinigen. Hat er das? Ja, das hat er. Nun, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Was meinst du? Es tut mir leid, Samoa, aber du hast mich in eine Position gedrängt, die ich nicht besonders mag. Hier, das ist für dich. Was ist das? Das ist ein Räumungsbefehl. Räumungsbefehl? Was machst du da? Ich tue, was das Beste für dich und die kleine Lasa ist. Warum tust du das? Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Das ist deine allerletzte Chance, Samoa. Ich werde dich nicht noch einmal bitten. Heirate mich und ich werde mich um alles kümmern. Ich will nicht. Nun, wenn du mir etwas zu sagen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Guten Tag. Naja. Er spielt halt alle Trümpfe aus, die er hat. Ich verstehe das nicht. Warum werde ich eigentlich rausgeworfen? Kannst du einen Blick auf dieses Dokument werfen, Thomas? Gibt es einen Sinn für dich? Eigentum Falster 343. Du bist hiermit verpflichtet, jegliche Nutzung der lizenzierten Objekte wie Fan unverzüglich einzustellen. So, okay. Das scheint ein bisschen kompliziert zu sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das verstehe. Aber was soll ich dann tun? Ich glaube, ich kann es mir nicht leisten, ihn länger abzulehnen. Ich könnte versuchen, ein wenig zu recherchieren und herauszufinden, ob etwas faul an der Sache ist. Ich schätze, das könntest du. Du kannst das Dokument jederzeit dem Richter vorlegen und ihn danach fragen. Sein Büro befindet sich in demselben Gebäude wie das Büro des Gouverneurs. Aber wenn du bis heute Abend nichts gefunden hast, bin ich wohl gezwungen, seinen Vorschlag anzunehmen. Komm schon, Lasa. Lass uns reingehen und ein bisschen reden. So. Das ist jetzt... Jetzt habe ich zwar die Statue. Mit der Statue kann ich nichts anfangen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich habe die Statue. Es ist eine Statue. Ja, es ist eine Statue. Ich habe gedacht, die leuchtet. Die ist gut. Da bekomme ich... ein Sternfragment, ja. Mist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch Sinn macht, überhaupt in die Bibliothek einzusteigen. Musik hat sich auch verändert. Aber aus der Gerechtigkeit dann kommt. Aus der Gerechtigkeit. So. Gehen wir doch mal zum Richter und zeigen ihm dieses, wo ist das? Ah, hier, der Räumungsbefehl. Bitteschön. Entschuldige mich. Ja, ich habe dieses Dokument, das du dir bitte ansehen sollst. Was? Oh, okay. Gib es her. Mal sehen. Das ist ein Räumungsbefehl, der an Samoa P. gerichtet ist. Ja, ich weiß. Aber wie ist es möglich? Was meinst du, junger Mann?
Darin steht, dass sie bis morgen raus sein muss. Mal sehen. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Es sollte nicht möglich sein, eine Räumung so schnell zu erzwingen. Zwischen der Zustellung der Kündigung und der tatsächlichen Räumung sollten mindestens 2 Wochen liegen. Andererseits ist der Räumungsbescheid eindeutig in Ordnung. Ich finde das falsch. Jetzt hör mir zu. Ich bin Ihnen jetzt nicht in der Stimmung, hier zu sitzen und die uralte Rechtsphilosophie zu erklären. Wenn du dich so sehr für das Eigentumsrecht interessierst, empfehle ich dir dringend, dich an einen unserer Berufsberater zu wenden. Kann ich denn gar nichts tun, um mir zu helfen? Ich schätze, du kannst Einspruch einlegen und eine Erklärung für die kurze Zeitspanne erzwingen, aber du müsstest, wo ist der Apfel? Du hattest vorhin etwas von einer Berufung erwähnt. Berufung? Wo hast du meinen Apfel genommen? Nein. Nun, dann gib ihn zurück. Ich habe Nein gesagt. Ich habe deinen Apfel nicht genommen. Oh, wo ist er dann? Okay. Ein bisschen, scheint ein bisschen verwirrt, der Gute. Okay, jetzt habe ich den Räumungsbescheid und das sucht nach seinem Apfel. Aber ich habe jetzt auch nichts mehr. Seufzt. Ich schätze, ich muss mich auf die Suche nach einem Apfel machen. Ich glaube nicht, dass der Richter mir helfen wird, wenn er keinen bekommt. Ah, das ist doch so eine Fetch-Quest jetzt. So. Obstverkäufer. Da fangen wir mal an. Hi. Hallo. Hast du Lust auf frisches Obst? Ich hätte gern einen Apfel, bitte. Wären dann 3 Geld, bitte. Ich habe kein Geld. Nun, dann kann ich dir nicht helfen. Ich brauche diesen Apfel wirklich. Es ist ein Notfall. Ich sag dir was. Meine Frau wollte, dass ich auf dem Heimweg etwas Mehl kaufe. Wenn du mir einen Sack Mehl besorgst, gebe ich dir den Apfel. Kostenlos. Sag nichts mehr. Ich bin dabei. Schmied, Schneider, Schneider. Dann geht das mal zum Bäcker. So, das ist ja höchst abenteuerlich. Geht zum Bäcker. Hallo. Guten Tag. Darf ich dich mit ein paar leckeren Sahnebrötchen in Versuchung führen? Oder vielleicht etwas von unserem berühmten Bärennussbrot? Alles, was du hier siehst, ist ganz frisch. Heute gebacken. Kann ich etwas Mehl haben? Ich bin für heute mit dem Backen fertig. Ich schätze, du kannst meine Reste von vorhin haben, wenn du willst. Oh ja, das würde ich gern. Aber ich habe keine Taschen hier. Wir kommen mit einer Tasche zurück, dann gebe ich dir welche. Dann gehen wir doch mal zum Schneider. Hallo. Hallo. Hast du vielleicht Lust auf neue Kleidung? Wir haben hier alles, was du dir nur wünschen kannst. Hemden, Jacken, Hosen, Schuhe. Sag mir einfach, wonach du suchst, und ich bin sicher, dass ich es habe. Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Tasche. Was für eine Tasche? Nur eine kleine Tasche, um etwas Mehl darin aufzubewahren. Eine Mehltasche? Ich habe nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier wirklich eine habe, aber ich kann eine für dich machen. Moment mal. Verflixt. Ich habe meine Nähnadeln zu Hause gelassen. Nun, ich schätze, dann kann ich dir nicht helfen. Was, wenn ich dir eine Nadel besorge? Oh, du hast eine Nadel dabei? Nein, im Moment nicht. Aber du kannst eine bekommen. Naja, vielleicht. Gib mir die Nadel, dann kann ich dir helfen. Okay, dann ist der Schmied, der macht mir jetzt die Nadel, nehme ich an. Hallo, hallo, junger Mann. Wie kann ich behilflich sein? Kannst du für mich eine Nähnadel herstellen? Klar, geht ziemlich schnell, glaube ich. Wie wäre es mit 10 Geld? Ich habe kein Geld. Wie willst du dafür bezahlen? Brauchst du nicht noch etwas anderes? Es gibt vielleicht eine Sache. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gearbeitet. Meiner Frau zufolge ein bisschen zu viel. Wenn du mir hilfst, ein schönes Geschenk für sie zu finden, könnte ich den Job umsonst machen. So.
Dann gucken wir doch mal in die Taschen, was wir dabei haben. Schönes Geschenk für die Frau. Wie wär's denn mit der schönen Blume? Oh, wow, das ist perfekt. Sehr schön. Es ist eine lepunditische Himmelsrose, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Nun, vielen Dank. Heutzutage sind sie schwer zu bekommen. Hier, ich habe eine Nadel fertiggestellt. Ich hoffe, sie nützt dir. Danke. Na, das ging schnell. Alles mitnehmen, was man braucht, was am Wegesrand steht, dann geht sowas auch schnell. Ich habe einen Nadel für dich. Oh, das ist perfekt. Ich werde dir die Tasche sofort machen. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, das hält sich am Arm. Dann wären das 6 Geld, bitte. Das ist zu viel für eine kleine Tasche. Hätte ich den Apfel gleich kaufen können. Hm, denkst du? Nun, wie wäre es damit? Jetzt komm nicht an. Ich behalte die Nadel, die du für mich besorgt hast, und du kannst die Tasche umsonst mitnehmen. Das passt mir gut. Super. Einen schönen Tag noch. Ja, das ging ja gut. Wenn es so weitergeht, gehen wir jetzt die Stofftasche zum Bäcker. Ich habe jetzt diese Tasche. Du hast mir gesagt, ich könnte etwas von deinem übrig gebliebenen Mehl haben. Oh ja, natürlich. Bitteschön. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Na, das geht ja alles freundlich zu mir. So, jetzt bringen wir die Tasche noch mit dem Mehl. Und geben die dem Kollegen Ostendler. Einen Moment. Das war nicht gut. Ich muss erstmal hingehen. Lauf mal dahin. So, also. Mehlsack. Ich habe jetzt etwas mehr für dich. Wow, danke. Es war doch nur ein Apfel, den du haben wolltest, oder? Ja. Bitte sehr. Danke. Ich wünsche einen schönen Tag. Haben alle ein gutes Geschäft gemacht, außer mir. So, bevor wir jetzt aber zum Richter gehen, schaue ich mal, ob meine Archivtasche fertig ist. Habe ich eigentlich noch das Buch für die Samoa? Entschuldigung? Ja, deine Sachen liegen jetzt im Archivraum für dich bereit. Danke. Ich habe Samuel das Buch noch gar nicht gegeben. Hat er noch nicht danach gefragt? So. Schauen wir doch mal. Archivraum, Archivrasche. So. Geh rein. Forschungsposter. Ist das neu? Das ist seltsam. Hier steht nichts geschrieben. Ja. Komm her. Statue. Die leuchtet. Komm. Das geht wieder nur nachts. Na gut. Kann ich jetzt auch nichts machen. Aber wenigstens hat er die Sachen schon mal rausgeräumt. Das ist ja schon die halbe Miete. Jetzt müssen wir dem Richter erstmal seinen Apfel bringen. Also muss noch wenigstens eine Nacht muss ich noch hier erleben. Weil ich würde schon noch gerne wissen, was auf dem Poster steht, um dann zu entscheiden, ob ich lieber Samoa helfe oder mir selbst. Das ist ja schlussendlich immer die Frage. Und im Moment sieht es so aus, als ob ich von Samoa nichts bekomme. Gut, die Statue kann ich jetzt auch nicht zerlegen. Was nicht dafür spricht, dass es ein kulturelles Artefakt ist. Davon bin ich ja die ganze Zeit ausgegangen. Es ist bedeutungsloser Ramsch, der einfach nur leuchtet.
los, auch am Stern leuchtet. Zivisa Moore und Laza. Und vermutlich jeder andere hier. Ich habe einen Apfel für dich. Was? Oh, danke. Ich habe nur nach meinem Apfel gesucht. Nun, den kannst du haben. Wie rücksichtsvoll von dir, junger Mann. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Tatsächlich kannst du das. Du hast vorhin etwas von einer Berufung erwähnt. Ich möchte gegen diesen Beräumungsbescheid Berufung einlegen. Nun, ich habe im Moment keine Berufungsformulare hier. Der Gouverneur kam heute Morgen vorbei und sagte, er braucht sie alle. Er hat sie alle mitgenommen? Ja, meinen ganzen Bestand, fürchte ich. Wo hat er sie hingebracht? Ich bin mir nicht sicher, aber das letzte Mal, als wir die Formulare überarbeitet haben, war das eine Aufgabe für den Chefbibliothekar. Du kannst sie jederzeit fragen, ob sie mehr weiß. Danke. Na dann. Bin schon mal gespannt. Der Gouverneur wird bestimmt total aus dem Häuschen sein, wenn ich ihm das Berufungsformular vorlege. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Okay. Die Musik ist schon wieder anders. Na dann. Gehen wir mal in die Bibliothek. Ich bin ja mal so, ich bin so gespannt, ob das mit der Nacht nochmal funktioniert. Guten Tag. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich bin auf der Suche nach Berufungsformularen. Gibt es so etwas hier? Gibt es die hier irgendwo? Ja, ich habe sie. Kann ich eins haben? Es tut mir leid, aber das kannst du nicht. Sie werden gerade neu validiert. Ich muss erst die Arbeit an Ihnen abschließen, bevor ich sie an die Leute austeilen kann. Und wie lange dauert diese Arbeit? Na, nicht so lange für ein einzelnes Formular, aber mindestens den Rest des Tages für alle. Vielleicht kannst du eins davon fertigstellen, damit ich es haben kann. Ich schätze, das könnte ich, aber ich muss erst alle Bücher hier in dem Wagen zurück in die Regale stellen. Wenn du willst, kannst du mir mit den Büchern im Wagen helfen. Wenn du sie alle zurücklegst, kann ich dir sogar versprechen, dass ich ein Formular für dich in Ordnung bringe, wenn du fertig bist. Entschuldigung, was könnte ich tun, um schnell an ein Berufungsformular zu kommen? Wenn du mir hilfst, alle Wagen auf dem Wagen wieder ins Regal zu stellen. Bis später. So. Übrigens Totenstille in dem so, und jetzt nehme ich das Buch. Ich habe genommen, was war das? Achso, das, nee, das sind die Bücher. Bücherstapel. So, A bis den A bis G. So, da muss es rein. Ich habe keine Zeit für sowas. Vielleicht kann ich die Bücher auf eine andere Weise loswerden. Ja. So. Da gehen wir doch mal hin. Oder? Ein leerer Wagen. Dass sie ihren Schlüssel nicht vermisst. Wird das im Fall für geschlechterrechte Sprache, ne? Er wird die ganze Zeit auf dem Chefbibliothekar geredet und dann irgendwann ist es eine Frau. Leerer Wagen. Bitte fass diesen Wagen nicht an. Ich benutze ihn gerade. Und nochmal mit ihm reden. Hallo. Hallöchen. Kannst du mir bei einer Sache helfen? Ich bin im Moment ein bisschen beschäftigt.
Ich muss noch eine Menge Bücher finden und verbrennen. Wenn du zu dem Schreibtisch da drüben gehst, kann dir meine Kollege sicher weiterhelfen. Er ist wieder Kollege. Komisch. Du verbrennst tatsächlich Bücher? Oh ja. Seit der Ankunft der neuen Götter sind alle Bücher, die Hinweise auf nächtliche Aktivitäten enthalten, verboten. Warum sind diese Bücher verboten? Aber das musst du doch wissen. Die Nacht ist die Zeit des Dunklen. Oh, richtig. Wenn du zufällig ein solches Buch hier siehst, sag mir bitte Bescheid, damit ich es entfernen kann. Okay? Ich habe so ein Buch aus diesem Stapel genommen. Ah. Okay. Ich habe doch eins von diesem Stapel genommen. Bis später. Moment, Moment, Moment. Buch, Tagebuch, Buch, halt. Ein Buch aus einem unsortierten Bücherstapel. Sammlung von Gedichten. Nee, das interessiert mich nicht. Das war das Tagebuch. Das wollten wir auch nicht. Sondern wir wollten, das ist mein Notizbuch. Wir nehmen dieses Buch und stecken das dahin. Das war irgendwas mit Nacht. Irgendwas, keine Ahnung, Jäger der Nacht oder irgendwas. Das habe ich aus dem unsortierten Buchstaben im Archiv genommen. Und es kann zum Glück gewesen sein, dass es ein. Vielleicht liegen da noch andere Bücher. Hallo. Hallöchen. Du solltest den Wagen da drüben überprüfen. Ich glaube wirklich. Ich muss wohl mal nachschauen gehen. So. Okay. Da. Oh, da ist es. Nun ja, ich schätze, ich muss den ganzen Wagen noch einmal durchgehen, nur um sicher zu gehen. So, jetzt schiebt er den Wagen weg und wir schieben den Wagen hin. Disco. So, jetzt kann ich mit Kollegen sprechen. Oh, du bist schon fertig. Tolle Arbeit. Die reden nicht so oft miteinander, ne? So, ganzen Tag gebraucht hier. Du kannst dieses Berufungsformular jetzt haben. Et voilà. So, jetzt kann ich zum Richter gehen. Bibliothek kann ich ja immer noch nichts anfangen. Das bringt also gar nichts. Ich muss zum Haus der Wahrheit. Genau. Und muss dort das Formular abgeben. So. Denn geben wir doch das Berufungsformular dem Richter. Ich habe jetzt das Berufungsformular. Oh, toll. Es ist wieder gültig. Das ist es. Und von der betreffenden Person unterschrieben? Nein. Melde dich wieder, wenn sie unterschrieben hat. Oh. Na, das geht doch jetzt nicht gut, wenn ich da jetzt hinlaufe. Steht doch mit Sicherheit der Gouverneur drum. Das wird doch nichts. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was meinst du? Es gibt eine Möglichkeit, eine Zwangsräumung anzufechten. Du musst dieses Dokument unterschreiben und es zum Gericht bringen. Da müssen wir argumentieren, dass der Zeitraum bis zur Räumung viel zu kurz ist. Ich glaube, die will nicht mehr. Hier, siehst du an. Ja, das könnte funktionieren. Lass uns sofort dorthin gehen. Na, das eskaliert doch. Ich habe diese Nachricht erst heute Morgen erhalten. Du siehst also, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, das sehe ich. Also,
Ihr beide müsst euch hinsetzen und eine Weile warten. Es kann einige Zeit dauern, bis sowohl der Gouverneur als auch die Vertreter des Gerichts einberufen sind. Überraschend bald darauf. Große Güte. Ruhe, Ruhe bitte. Ruhig durch, Leute, bitte. So. Verzeihung, warum bin ich überhaupt hier? Ich bin der Gouverneur, verdammt nochmal. Gouverneur, du bist hier, weil Samoa Pi aus dem Haus Tuck Berufung gegen den von dir ausgestellten Räumungsbescheid eingelegt hat. Eine Berufung? Aber wie? Samoas Berufung behauptet, dass die Räumung keinen gerechten Grund hat und von daher für ungültig erklärt werden sollte. Das ist ein Scherz. Ist es das, was es ist? Willst du mich lachen hören? Machen wir weiter, ja? Samoa Pi. Findest du meine Erklärung zu deiner Berufung richtig? Ja, das tue ich, euer Herr. Okay, dann erläutere bitte deinen Fall. Okay. Ich habe einen Mietvertrag mit der Stadt Fenton Perth über mein Grundstück, auf dem ich wohne. Heute kam unser Gouverneur bei mir zu Hause vorbei und übergab mir einen Räumungsbefehl. In der Kündigung wurde kein klarer Grund für die Zwangsräumung genannt. Und auch der Zeitraum für die Räumung war unrealistisch. Das war nichts Unrealistisches dabei. Du hattest mehrere Stunden Zeit. Moment mal, ich dachte, alle Berufungsformulare werden für die Wiederzulassung verschickt. Sind diese Verfahren vorschriftsmäßig? Ich versichere dir, dass alles in Ordnung ist. Also, Gouverneur, wie reagierst du auf Samuels Berufung? Ich habe nicht. Na gut, in Ordnung. Nach genauer Prüfung der Räumungsmitteilung und Anhörung aller Parteien, ich halte die Räumung für ungültig. Oh meine Götter, das ist ja lächerlich. Wenn du sonst nichts hast, Gouverneur, werde ich diese Erlöse finden. Warte. Hör mir zu. Ruhe, Gouverneur, bitte. Das ist so frustrierend. Hör mir zu, Samoa. Du wirst im Winter nicht allein in diesem Haus überleben. Und du und deine Tochter könntet ein gutes Leben mit mir haben. Das führt zu gar nichts. Ich schließe dieses Verfahren ab. Nicht so schnell, Richterlein. Verzeihung, Richterlein? Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ich habe hier in meiner Hand das Heilige Buch, auch bekannt als das Buch der Wahrheit und Weisheit. Laut Passage 444 Shreks Gedichte. Ach, du große Güte. Mal sehen, du sollst sorgfältig sein bei allem, was du bla bla bla, nie eilen, noch übereilen, bla bla bla, wo ist es? Ah, hier ist es. Eine Frau soll nicht allein gehen, wenn sie volljährig ist. Mal sehen. Und nicht ohne männliche Bekleidung an ihrer Seite gehen, um sie zu schützen und zu führen. So, ich kann mich und meine Familie auch ohne männliche Führung gut schützen. Vielen Dank. Gouverneur, Craigs Gedichte sind einige wirklich alte Passagen. Wir wissen nicht wirklich, das spielt keine Rolle. Aus diesem Grund habe ich Pater Ted aus der Kinderkirche von Craig eingeladen. Der Gouverneur hat hier ein gutes Argument. Eine Frau wie Samoa sollte nicht allein mit ihrer Tochter leben. Ha, habe ich dich, Samoa. Gut erwischt. Ist es in Ordnung, wenn ich mir Notizen mache, wie man eine Frau umwirbt? Halt die Klappe, du Scharlatan. Pater Ted, ist das wirklich nötig? Ich fürchte, das ist es. Wenn wir nicht dem Buch der Wahrheit folgen, was sollen wir dann tun? Naja, also gut. Wie von der Kirche gefordert, stellt das Haus der Justiz fest, dass der Personenstand von Summer Pi nicht mit ihren derzeitigen Lebensbedingungen vereinbar ist. Was? Ich kann es nicht glauben. Liebe dich, Samoa. Sei still. Thomas, ja? Ich habe in den letzten Tagen viel von dir verlangt. Und du hast mir jedes Mal ohne Frage geantwortet. Die macht ihm einen Antrag. Wenn ich schon verheiratet wäre, müsste ich mich dieser Erpressung nicht unterwerfen. Deshalb habe ich eine letzte Bitte an dich. Willst du mich heiraten?
Konjunktiv 2, es wäre. Damit mache ich ja nichts falsch. Es wäre mir eine Ehre. Also ich will nicht bleiben, ne? Nicht falsch verstehen. Was? Findest du diesen Betrüger als Lebenspartner geeignet? Nur über meine Leiche. Na, das geht ja gut los. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Nein, das tust du nicht. Nicht in meinem Gerichtssaal. Das war der Apfel. Wachen. Entferne den Gouverneur von meinem Gericht. Nachdem der Gouverneur herausgebracht wurde, gab es eine kurze Zeremonie, bei der Velmu und Samoa verheiratet wurden. Danach gingen sie gemeinsam zurück zum Haus. Vielen Dank dafür, Thomas. Hey, überhaupt kein Problem. Solche Leute sollten nicht in der Regierung sein. Nein, definitiv nicht. Also, ich schätze, wir sind jetzt verheiratet. Naja. Ja, was das angeht. Okay. Es ist nur, wenn du willst. Ich meine, wirklich willst. Du bist herzlich eingeladen, bei mir oder uns zu bleiben. Das ist ja fast ein verlockendes Angebot bei den Katastrophen da draußen. Ich muss gehen, Samoa. Ich weiß jetzt, woher ich komme. Und es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber viele Leute verlassen sich wirklich auf mich. Ich muss dorthin zurückkehren, wo ich hingehöre. Ich verstehe. Ich schätze ja, dann heißt es Abschied nehmen. Ich schätze ja. Warte, Thomas, bleib hier nur einen Moment lang. Okay, diese Statue war kein Artefakt. Ich möchte, dass du das hier bekommst, Thomas. Es ist ein Seelenstein. Ich habe ihn von meiner Großmutter und sie hat ihn von ihrer Großmutter. Es ist ein Symbol für Freundschaft und Zuneigung. Eine Erinnerung daran, dass wir alle zusammengehören. Ich weiß vielleicht nicht, woher du kommst oder wohin du gehst, aber ich weiß, dass jeder, wo auch immer er ist, eine Familie braucht, blutsverwandt oder nicht. Das nehme ich jetzt aber. Vielen Dank. Wenn ich überhaupt irgendwas habe. Tromiumstab habe ich nicht. Ich werde dich vermissen. Nochmals vielen Dank für alles. Oh, Samoa. Okay. Ich denke, ich sollte jetzt versuchen, meine Sachen zurückzubekommen. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut gelaufen. Es ist gut gelaufen. So, jetzt gucken wir hier nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Von Lasa habe ich mich jetzt gar nicht verabschiedet. Ach, naja. Ach, das mit der Statue ärgert mich jetzt. Ich hätte vielleicht noch einen Tag warten sollen mit der Gartenerde. Ich habe Samoa das Buch nicht gegeben. Entschuldige mich, Thomas, aber ich muss kurz mit dir reden, wenn das okay ist. Sicher. Ich muss mich für das Verhalten des Gouverneurs in den letzten paar Tagen entschuldigen. Seine Handlungen waren egoistisch und werden vom Volkgerichtshof von Fenton Pierce in keiner Weise gebilligt. Ich freue mich auch, dir mitzuteilen, dass er nicht mehr der Gouverneur dieser Stadt ist und dass wir gerade daran arbeiten, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das sind gute Nachrichten. Vielleicht kannst du mir dann helfen, meine Sachen zurückzubekommen. Richtig. Nun, ich kann keinen Grund erkennen, warum du sie nicht bekommen solltest. Und ganz ehrlich zu sein, war ich nie der Entscheidung einverstanden, sie dir vorzuenthalten. Folge mir eher einfach und wir werden uns sofort darum kümmern. So, also muss ein bisschen aufpassen. Dass ich jetzt keinen Fehler mache. Ich bin neugierig. Verlässt du Fenton Pierce?
Ja, das bin ich. Ich werde im Moment woanders gebraucht. Ich verstehe. Komm hier rüber und ich öffne den Safe für dich. So. Halt. So. Es sieht so aus, als wären da nur deine Sachen drin. Es gehört dir. Ich bin spät dran für ein Treffen mit dem nächsten. Ja, lass dir Zeit. Ich laufe voraus und treffe dich gleich draußen. Komm, geh mal. Das nehme ich noch ein anderes Safe, nehme an. Komm, Tür zu. Gut. Lass mich bitte gucken, ob ich hier irgendwas. So, Schreibtisch. Mantel. Komm schon, der Mantel. Es ist nur ein Mantel. Was ist das? Ich habe ein kleines Stück Papier in einer seiner Taschen gefunden. Es gibt eine Art Passcode oder Kombination, die drauf steht. Und die ist doch möglicherweise Notiz. So, was haben wir noch zu entdecken? Also ein Passcode. Schreibtisch. Was ist auf dem Schreibtisch? Ja, ist leer. Hier gibt es nichts von Interesse. So. Dann öffnen wir doch mal den Safe. Das mit der Statue ärgert mich. Ohne den Code ist es unmöglich, sie zu öffnen. Auch vielleicht kann ich es mit dem Code versuchen, den ich im Mantel gefunden habe. Okay, mal sehen, ob das die richtige Kombination ist. Okay. Was? Das ist mein Traum im Stab. Er ist erschöpft. Wie ist der Stab in diesem Tresor gelandet? Ach, schöner Mist. Darauf habe ich mich jetzt verlassen, dass der Trommelstab in Ordnung ist. Ach, nee. Hätte ich ja gleich abfliegen können. Selbst ein Stein und ein Trommelstab. Ein Steinwürfel. Ah, okay. Ein kulturell bedeutender Steinwürfel. Das könnte ein Sternfragment sein. Aber was ist mit der Statue? Die hat nichts zu bedeuten. Die leuchtet blau. Vielleicht kann ich den Dromiumstab draußen nochmal regenerieren an dieser komischen Station. Wer weiß. So, das scheint es hier gewesen zu sein. Jetzt gehen wir mal nach draußen. Ja gut, dann ist die Ausbeute nicht so schlecht. Wir haben den Seelenwürfel, wir haben den Dromiumstab. Ich soll zuerst meine Sachen aus dem Safe nehmen. Ja, das ist richtig. Entschuldigung. Also, wir haben den Dromiumstab, wir haben den Steinwürfel, der mit Sicherheit in die Sternen. All dein Zeug. Gut. Okay. Den Trommelstab, vielleicht können wir noch irgendwie zerlegen oder. Also du hast deine Sachen, das ist gut. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ich schließe das Büro einfach ab und. Okay, das ist auch ein Point of No Return. Also das heißt, wenn man das einmal verpasst hat, ist Schluss. Okay, komm, geh mal jetzt. Senkt wieder ein bisschen hier. Ich muss echt. Nun, das war's dann wohl. Ich habe meine Sachen zurück. Mal sehen, ob meine Armband noch funktioniert. Shuttle. Hallo? Könntest du jetzt runterkommen und mich holen? Wer ist da? Was meinst du, wer ist da? Ich bin es, dein Captain. Thomas Wellmu. Oh, Thomas, tut mir leid. Es ist mir peinlich, aber ich hatte dich ganz vergessen. Ich bin müde. Komm einfach runter und hol mich ab, okay? Bin unterwegs. Soll ich bei deiner aktuellen Stelle landen? Nein, lande einfach an dem Ort, an dem du mich abgesetzt hast. Ich werde sofort zu ihnen gehen. Bestätigt. Der Captain kehrte zum ursprünglichen Landeplatz zurück, wo sein Shuttle auf ihn wartete. Nachdem sie einige Zeit damit verbracht hatten, den Servicetisch zu packen, waren sie bereit zu gehen. Da kommt doch bestimmt noch Laser. Ja, oder auch nicht. Eine helfende Hand. Also man sieht, hier wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Ich denke, dass man die Geheimnisse des Mannes hätte noch aufdecken können. Aber wir haben Zeitverlust ist okay. Wir haben Steinwürfel, Trommelstab und 6-mal Goldstücke. So, und jetzt gucken wir bitte noch, was dabei rauskommt. Das ist jetzt wichtig.
Das ist ganz ordentlich. Wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Geld, um das ganze Zeug zu zerlegen. Willkommen zurück, Captain. Danke. Ist alles gut gelaufen? Ich meine, es scheint ein bisschen länger gedauert zu haben als erwartet. Ja, ich weiß. Ich bin da unten eine Weile gestrandet. Ja, aber es war schön in Phantom Perth. Viele Tage haben wir nicht verbraucht. 3 oder 4 Tage verbraucht. Das ist faktisch ein Upgrade mit der Maschine. Der Sonnenblaster ist noch weit weg. Und jetzt schauen wir mal, was das bringt hier. Wenn ich das zerlege, bekomme ich Altmetall. Ach, das ist doch Mist. Und wenn ich das demontiere, bekomme ich ein Sternfragment. Na gut, es ist ein Sternfragment. Das ist so kaum zu haben. Kostet, keine Ahnung, 400 Chromiumstab. Den zerlege ich mal noch nicht. Den zerlege ich mal noch nicht. Ich 3 Metall. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen könnte. Wir schauen mal schnell Trade and Pay. Handelsinformation. Meine Gegenstände verkaufen. Ach, das ist doch lächerlich. 6 Stück auf dem Schiff, dafür bekomme ich wie viel? Ach, 180 Gold, ey. 180. Ach, das ist doch lächerlich. Ach so, das ist ja gar kein Thromium-Behälter. Das ist ja nur Thromium-Stab. Das ist ja. Okay, also das können wir also getrost ignorieren. Und können uns eigentlich. Wir müssen jetzt nicht zum Trade and Pay. Doch, wir schauen noch mal ganz kurz drauf, wie viel Geld ich hier brauche. Ich muss es faktisch. Thromiumbehälter gibt es hier. Thromiumbehälter habe ich allerdings schon 3. Eigentlich brauche ich nicht mehr. Ich bräuchte eigentlich eher noch ein Sternfragment. Es war eigentlich gut jetzt, dass wir das gemacht haben. Ein Sternfragment, 5 Stück habe ich. 3 brauche ich für die Durchfahrt. Theoretisch könnte ich jetzt schon zurückfliegen. Theoretisch könnte ich mich jetzt zu meiner Frau auf den Weg machen. Weil ich zumindest die beiden Stationen retten kann. Wenn ich noch ein Sternfragment bekomme, könnte ich noch eine Station mehr retten. Zoomen nochmal schnell. Wir haben noch so viel Zeit, der Stern, der Sonnenblast ist noch nicht mal im ersten Sektor hier. Ja, gar so rumblödeln sollten wir nicht so viel Zeit verdrödeln. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, wir setzen Kurs auf Zelig. Ich muss noch mal ganz kurz, ich hab's vergessen. Wie viel besitzen wir auf dem Schiff? Schiffsausrüstung. Wir besitzen von den 5 Sternfragmenten müssen wir 3 abgeben. Und wir können theoretisch 3 von diesen Disruptionsstrahlen bauen, wenn wir noch eine, nur eine, nur ein Sternfragment finden. Das würde mir reichen. Da würde ich meine Frau retten. Ich würde vermutlich. Das ist schwer. Ich bräuchte auf alle Fälle noch ein Sternfragment. Und ich brauche Geld. Und ich brauche Geld.
2 für das Maschinen-Upgrade. Halt, wo war das denn? Maschinen-Upgrade da. 500 brauche ich wenigstens. 180 bekomme ich von dem. Soll ich diesen drum schaut mal zerlegen? Mal gucken, was das bringt. Das mache ich mal noch schnell. Also was bringt der Drum im Staub, wenn ich ihn zerlege? Da bringt drei so eine Metalldinge. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel wert ist. Ja, demontieren Sie jetzt mal. Das ist nicht so dramatisch, damit wir sehen, wie der Outcome ist jetzt nach der Mission. Gut. Die versuchen wir mal zu verkaufen. Das ist mit Sicherheit total lächerlich, was wir dafür kriegen. Kann ich noch nicht mal verkaufen. Okay, 36 mal 6 macht 200 noch irgendwas. Also brauche ich noch 300, um an die Maschine zu kommen. Gut. Dann auf nach Kelleg. Ein sehr beliebter Urlaubsort, das saubere Wasser und die frische Luft zusammen mit den atemberaubenden Sonnenuntergängen haben den Tourismus zu Zeligs größtem Exportartikel gemacht. Ja, dann reisen wir mal los. Mach's gut, Samoa. Das war Fenton Purse. Eine großartige Mission. Die einen doch nachdenklich zurücklässt, denn was, an was hat der Mann gearbeitet? Die Statue war keines dieser kulturellen Artefakte, es enthielt kein Sternfragment, es hatte keinerlei Bedeutung, man konnte es nicht zerlegen, sondern es hat nur blau geleuchtet, wie übrigens Samoa und Lhasa auch. Dieser Schuppen neben der Bibliothek, in den sie, wenn ich reingegangen, das ist mit Sicherheit, war mit Sicherheit irgendwas versteckt, in meinem Archiv war irgendwas versteckt und die zweite Statue, wo die ist, weiß ich auch nicht. Der Code in dem Buch, ne, 299, was, B-R-E-E-R-K, 12V oder was das war, der hatte was zu bedeuten. Es gibt ja noch so zwei, drei andere The Next Generation Folgen, wo einfache Kulturen beobachtet werden und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass es eine Kamera ist, dass da eine Kamera versteckt war in dieser Statue. Na gut, egal. Es war eine sehr, sehr schöne Mission. Ich freue mich, dass wir Samoa und Lhasa helfen konnten. War eine wirkliche Auszeit, die das ganze Spiel hat pausiert gewissermaßen und die Rahmenhandlung. Jetzt sind wir wieder hier im Stress und hetzen wieder zum nächsten Planeten. Nämlich zu Selig. Und an der Stelle würde ich sagen, rechnen wir das Ganze jetzt mal ab und setzen in der nächsten Folge an. Und darauf freue ich mich schon sehr. Aber hier ist erstmal Schluss und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao.